Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tackle Talk. Ja, es ist schon wieder soweit, ein neuer Monat, ein neuer Tackle Talk. Und wenn ihr das Format gut findet, dann lasst uns auf jeden Fall mal unten einen Kommentar da. Und genauso auch, wenn ihr sagt, Mensch, das könnt ihr noch verbessern. Also wenn ihr Kritik habt, interessiert uns auch. Bitte einmal unten in die Kommentare euer Feedback reingeben. Und wenn es euch gefällt, dann lasst uns auf jeden Fall einen Daumen da. Ja, was haben wir für den Monat September? Als allererstes beginnen möchte ich mit einem eigenen Produkt von Successful Baits, denn wir haben unsere Bekleidungsrange ausgebaut. Wir haben uns dazu entschieden, wie man bei mir sehen kann, jetzt auch Mützen, also Caps anzubieten. Und das war gar nicht so einfach, wie es auf dem ersten Moment sich vielleicht anhört. Aber schauen wir sie uns erstmal an. Wir haben drei verschiedene Caps, und zwar haben wir uns entschieden, einmal Flexfit Caps anzubieten. Wir haben eine Snapback und wir haben eine Truckerback. Wenn man sich die mal anschaut, die Flexfit Caps, die wir in zwei verschiedenen Größen haben, nämlich einmal in der Größe L und XL und in der Größe S und M, dann ist es bei den Mützen ja so aufgebaut, dass diese hinten verschlossen sind, dass die einen flexiblen Bund haben, der sich im Grunde genommen der Kopfform anpasst, während hingegen ja die Snapback-Caps auf der Rückseite diese typische Verstellung haben, um diese dann dementsprechend des Kopfumfanges anzupassen. Beim Trucker-Cap, sehr schön, haben wir ein Mesh mit drin, ein Mesh, was zulässt, dass der Kopf auch ein bisschen atmen kann. Das heißt, gerade für den Sommer ist diese Cap super gut geeignet und insgesamt vom ganzen Aufbau her wirklich sehr schick und stylisch gelungen. Ja, was war daran jetzt so schwierig, eine vernünftige Cap herzustellen bzw. produzieren zu lassen? Wir haben in den letzten Monaten verschiedene Muster angefertigt und was wir da gesehen haben, war teilweise wirklich katastrophal. Man muss dazu aber sagen, wir haben da auch einen hohen persönlichen Eigenanspruch. Denn wie schon bei unserer Kleidung auch, war es uns wichtig, dass wir Made in Germany haben und dass wir nicht irgendwelche Aufdrucke haben, sondern dass das langlebig ist und dass das vernünftig ist und natürlich auch noch optisch dementsprechend ansprechend ist. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, hier keinen Aufdruck zu machen, sondern wir haben uns für einen runden Patch entschieden, der auf den ersten Blick sehr schlicht daherkommt, also auch nicht mal unbedingt mit dem Angeln gleich zu verbinden ist. Das heißt, man kann diese Caps auch während seiner privaten Freizeit tragen. Ja, und das Logo ist so aufgebaut, dass sich in der Mitte so ein kleiner Kompass befindet mit dem Successful Baits Schriftzug drüber. Und dieses Logo ist im Grunde genommen sogar schon vor ein paar Jahren entstanden. Das habe ich mal entworfen, als es um neue T-Shirts ging. Da war die Wahl zwischen diesem Logo und dem, was ich jetzt heute hier auf der Brust trage. Und wo es jetzt darum ging, wir brauchen einen runden Patch für die Caps, haben wir uns für genau dieses schlichte, aber gerade auch für Caps doch sehr gute Logo entschieden. Ja, optisch, wie gesagt, sehr ansprechend aufgebaut. Auch hier gerade die Snapback mit den grauen Applikationen. Wir haben eine schwarze Hauptmütze, wir haben überall graue kleine Dinge abgesetzt, ein grauer Schirm, also wirklich sehr, sehr schick. Und gerade auch für Leute, die diese Snapback-Mützen tragen können, sieht wirklich gut aus. Für alle anderen, so wie ich zum Beispiel auch, ich kann diese Snapback-Mützen einfach nicht tragen, ich habe da nicht die Kopfform für, das sieht schrecklich aus. Für die haben wir halt die normalen Flex-Fit-Mützen, die ja eine etwas, ja ich sag mal, der Kopfform angepassteren Form haben. Also insgesamt wirklich eine sehr schöne und gute Auswahl an qualitativ hochwertigen und vor allem auch optisch schicken und modernen Caps. Sind ab sofort im Shop. Schaut mal rein. Ein weiteres Produkt, was unseren Namen, unser Label Successful Baits trägt, sind unsere Bait-Container. Die sind nicht neu, die sind auch nicht zurückgekommen in den Shop. Aber die sind aufgrund der aktuellen Jahreszeit super interessant und genau deshalb wollen wir sie euch mal vorstellen. Die Bait-Container sind zwei Halbschalen.
die den Hakenköder resistent machen sollen vor Angriffen von Weißfischen, Krebsen und Krabben. Und vielleicht kennt ihr das, ich persönlich habe das an meinen Gewässern zu Hause sehr viel. Im Frühjahr und im Sommer hat man relativ Ruhe vor den Wollhandkrabben. Im Herbst schreddern die einem alles, was man ins Wasser wirft. Das ist bei uns wirklich ganz extrem. Und da hilft auch kein extra harter Hakenköder, da hilft kein mit Super Wrap eingeschrumpfter Hakenköder. Es wird alles auseinandergenommen. Und da kommen dann unsere Bait-Container ins Spiel. Diese Halbschalen sind so aufgebaut, dass man da so wie in diesem Fall jetzt beispielsweise einen 18 mm Köder drin platzieren kann. Der wird reingelegt, das Ganze wird zusammengedrückt und durch die Schlitze, die sich im Bait-Container befinden, kann man diesen noch problemlos anködern. Und weiterer Vorteil der Schlitze ist, dass die Attraktoren vom Köder weiterhin ans Wasser abgegeben werden. Ein absoluter Clou ist das Angeln mit Teig und Paste. Teig und Paste sind natürlich super attraktiv. Attraktiv ist nicht selektiv. Das heißt, oft ist es so, dass einem die Weißfische, Brassen, Aalande, einem den Teig oder die Paste sehr schnell vom Haar lutschen. Auch da schaffen die Bait-Container Abhilfe. Ich habe jetzt beispielsweise mal unsere Pasten. Die haben wir schon extra so aufgebaut, dass sie sehr zäh sind und dass sie auch sehr lange unter Wasser standhaft sind und trotzdem die reinen Attraktoren, in dem Fall ungekocht, unbehandelt, ans Wasser abgeben können. Also mehr Attraktivität geht eigentlich nicht. Aber das Anködern ist immer ein bisschen problematisch. In dem Fall jetzt nicht mehr. Man nimmt sich einfach ein bisschen Paste, macht das in den Fingern zu einer kleinen runden Kugel, füllt damit den Bait-Container, verschließt den und hat damit einen resistenten, hochattraktiven Hakenköder, wo Aalande, Brassen oder auch Krebse und Krabben keine Chance haben, ranzukommen. Der gibt über Stunden die Attraktoren ans Wasser ab und vor allem, man kann sich sicher sein, das Ganze liegt so unten am Grund, wie man es auch haben möchte. Die Bait-Container haben wir in vier verschiedenen Farben, stimmt gar nicht, Entschuldigung, in vier verschiedenen Größen. Und in fünf verschiedenen Farben, nämlich in der Farbe Weiß, in Braun, Rot, Gelb und Orange. Das heißt, man kann sie auch den Freebaits, also dem dazugehörigen Futter, entweder anpassen oder sich komplett davon abheben. Ein weiterer Clou ist auch, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, man kann die auch problemlos mit Pop-Ups und Wafter einsetzen. Diese beiden Halbschalen sind aus Kunststoff, die haben einen sehr minimalen Auftrieb. Das heißt, bei einem Pop-Up spürt man es im Grunde genommen kaum und ein Wafter funktioniert auch ohne Probleme. Also auch da ein absoluter Tipp von uns, wenn ihr Probleme habt mit Krebsen, mit Krabben, mit Weißfischen, die Bait-Container sorgen auf jeden Fall dafür, dass euer Köder so am Grund liegt, wie ihr ihn da liegen haben wollt und dass er absolut resistent ist. Da kommt kein Krebs ran, da kommt keine Krabbe ran und kein Fisch lutscht euch den Hakenköder runter. Und trotzdem, durch die Öffnung geht die Attraktivität des Köders ins Wasser. Jetzt aber nochmal zu Produkten, die wir ganz neu haben im Shop. Und zwar hat wieder einmal die Firma Corda ein paar Neuheiten rausgebracht. Wir möchten natürlich nicht, dass das Ganze hier sehr Corda-lastig wirkt, aber wir können es im Moment nicht ändern. Corda haut momentan ein Ding nach dem anderen raus, während andere Firmen vielleicht auch aufgrund der noch anhaltenden Corona-Situation und den dadurch entstehenden Umständen da etwas hinterher sind. Ich mache es aber kurz, möchte euch trotzdem aber zumindest die Sachen eben einmal zeigen. Und zwar ist das einmal der lang erwartete Kamakura White Gape X. Das heißt, Corda hat sich dazu entschieden, von dem White Gape X, also von der stärkeren Variante, jetzt auch die geschärfte Version anzubieten. Und gute Nachrichten für alle, der hier gezeigte Haken in der Größe 4, das scheint wirklich der beliebteste zu sein. Die erste VE war innerhalb von 2 Tagen ausverkauft. Wir haben aber natürlich vorgesorgt und der ist vorrätig. Das heißt, der ist im Shop, den könnt ihr bestellen. Wenn ihr den haben wollt, Gas geben. Des Weiteren hat Corda ein paar neue Schnüre herausgebracht, beziehungsweise eine Hauptschnur.
eine Tapered Hauptschnur, also eine, die sich verjüngt, und auch Tapered Leaders. Das Ganze ist für die Leute gedacht, die weit werfen möchten. Interessant dabei ist, das wusste ich selber auch nicht, das ist eine klare Hauptschnur, der keinerlei Farbe hinzugefügt worden ist. Denn es ist wohl so, wenn man diese monofilen Schnüre mit Farbe versieht, dann ändert man damit einmal das Gewicht der Schnüre und auch die Struktur und auch die Dehnung. Das wollte Korda nicht. Korda wollte eine Schnur haben, die sehr wenig Dehnung hat, die sehr gut die Rute auflädt und die dafür gemacht worden ist, wirklich weite Würfe hinzubekommen, und hat deshalb die Longchuck-Schnur jetzt auf den Markt gebracht. Gibt es in verschiedenen Durchmessern, dazu auch erhältlich eine Tapered Mainline, das heißt, das ist eine Hauptschnur, die sich verjüngt, in diesem Fall beispielsweise von einer 0,47er hin zu einer 0,30er. Und wer die Tapered Mainline nicht nutzen will, der kann stattdessen die Tapered Leaders nehmen. Das heißt, das sind Schlagschnüre, auch die verjüngen sich, wie in diesem Fall, von 0,47 auf 0,30. Aber auch davon gibt es verschiedene Ausführungen. Also auch das haben wir jetzt nagelneu im Shop. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Für alle, die weit werfen wollen, ist das ein sehr interessantes Produkt bzw. eine sehr interessante Range. Ja, das soll es für heute schon wieder gewesen sein für den September. Unsere Caps, die Bait-Container, die Korda Longchuck-Produkte und natürlich der Kamakura White Gape X. Ich hoffe, dass euch die Informationen gefallen haben. Wie schon zu Anfang gesagt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Feedback habt, lasst es in den Kommentaren da. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Und wir sehen uns im nächsten Monat.